Das ist meine Höhe, Herr Brüninghoff. Immerhin. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Der Minority Safe Pack ist eine Bürgerinitiative mit, wie wir schon hörten, 1,2 Millionen Unterschriften gemeint zum verstärkten Schutz von Minderheitenrechten, von nationalen Minderheiten, aber auch von sprachlich-kulturellen Minderheiten. Dies in der EU. Die Initiative hat sich schon 2013 an die EU gewandt, musste klagen, um akzeptiert zu werden. Sie ist jetzt angesehen. Dieses Ansinnen ist also offiziell geworden. Und es geht um die Anforderungen an die EU, Rechtsakte zu erlassen, Partizipation zu ermöglichen für Minderheiten, die Abwendung von Diskriminierung zu überwachen und das Ernstnehmen der Belange von kulturellen oder sprachlichen Minderheiten zu stärken. Bei der Aufnahme in die EU muss allerdings jedes Land die Kopenhagener Kriterien erfüllen, die in ihrer Gesamtheit genau das eigentlich schon leisten müssen. Es ist für mich eigentlich kein Anlass zum Feiern oder feierliche Worte zu wählen, wenn erst eine Bürgerinitiative danach kommen muss, um diese Einforderung von Rechten öffentlich zu machen, um sich ins Licht der Öffentlichkeit zu bringen und zu sagen, diese Rechte müssen gestärkt werden in der EU, denn es ist eigentlich die höchste und vorrangigste Aufgabe der EU, genau für diese Rechte zu sorgen. Und sie hat dafür auch schon Institutionen geschaffen. Genau genommen muss man sagen, dass hier der Bürger der EU Nachhilfe gibt. Das ist gut so und das sehen wir auch als unterstützenswert an. Das ist natürlich bedenklich. Sie haben vorhin erwähnt, dass manche Staaten, manche Länder ihre Minderheiten gar nicht wahrnehmen. Aber es gibt auch den umgekehrten Fall, dass Länder, die in die EU eintreten, plötzlich ein vielleicht seit Jahrhunderten oder seit Jahrzehnten austariertes Gleichgewicht in ihrem Land verändert sehen. Dass plötzlich die fremden Staaten an der Grenze nicht nur Nachbarn sind, sondern gemeinsam zur EU gehören. Und dass dadurch, das ist übrigens die Ansicht dieser Bürgerinitiative selbst, dass auch dadurch sich Verschiebungen einstellen in der Wahrnehmung der Rechte von Minderheiten. Und auch um diese Gefahren aufzufangen, hat sich diese Bürgerinitiative in Bewegung gesetzt. Eine Beteiligung für Minderheiten ist schon längst möglich durch die Grundrechteagentur der EU, aber die EU hat zu lernen offensichtlich. Und das tut sie jetzt. Deshalb unterstützen wir diesen Vorschlag, die EU aufzufordern, hier einen Kommissar zu beauftragen. Aber Sie merken, wie indirekt das wieder geht. Vielleicht werden wir kein Gehör finden. Trotzdem ist es für uns zustimmungswürdig, jetzt nach genauerem Betrachten Ihres Ansinnens diesen Antrag hier einzubringen. Wir werden aber nicht den Antrag der Grünen unterstützen, sondern ihn ablehnen. Das ist nichts Neues, Herr Pancescu. Wäre er gut gewesen, dann hätten wir ihn wahrscheinlich auch noch erwogen. Es gibt aber Einwände. Es gibt bereits den Europarat, der ein Rahmenabkommen zum Schutz nationaler Minderheiten hat und eine Charta der Regional- und Minderheitensprachen. Das sind jetzt keine Einwände der AfD, sondern das sind Einwände der Bundesregierung. Die macht sich Sorgen, dass hier vielleicht eine Redundanz aufkommt. Auch das haben wir schon in der Eingangsberatung erwähnt. Es darf keine doppelten Regelungswerke geben, die sich eventuell gegenseitig blockieren. Aber ich denke, bei der Regelung über einen Kommissar ist das Ziel erreicht, was man da maximal erreichen kann und sollte. Und wir hoffen, die EU wird zukünftig das machen, was sie eigentlich soll. Danke sehr und wir werden Ihnen zustimmen.